seiner Ehe und Frieden auf der Erde für die Menschen, die er frei daran hat. Die Engel sind wieder im Himmel verschwunden und die Hirten haben unter einem Song gesagt, kommt, wir gehen auf Bethlehem und wollen schauen, was der Herrgott ist, wissen. Sie haben pressiert und haben Maria und Josef mit dem Kind in der Barne gefunden. Sie haben es uns angeschaut und erzählt, was man ihnen über das Kind gesagt hat. Und alle, die das gehört haben, haben sich verwundert über das, was die Hirten berichtet haben. Maria hat alles, was sie gesagt haben, zu Herzen genommen und darüber nachgedacht. Und die Hirten sind wieder zurück zu ihren Tieren, haben den Herrgott erhecht und noch geriemt für das, was sie erleben durften. Es war genau so, wie es der Engel gesagt hat. Nach 8 Tagen hat man das Üben beschnitten und im Namen Jesus und ihm den Namen Jesus gegeben, auch den Namen, was in der Zeit der Engel gesagt hat, noch bevor er ein Mütterli war. Das also Lukas Evangelium.